einen Plattenende zum anderen. Oh, oh, oh. Ohne Ankündigung. Schwuppdiwupp. Ja, super Service durch Lee. Nochmal der Versuch, aber immer geht es natürlich nicht gut. Ich glaube, war Netz angesagt. Glück für Lee Bunhui in diesem Fall. Kam ein bisschen spät das Kommando des Schiedsrichters. Und wieder, wollte ich sagen, können wir darauf warten, dass der Ball dann auf die andere Seite kam, dabei, kommt, aber da verschlug Lee Bunhui. So schon. Oho. 7-0. 7-0. Ja. Ja. 6-8. Naja, der war gut, der war an der Kante. Also manchmal hat man den Eindruck, die Chinesinnen üben das, aber so genau auf den Millimeter, ja, können sie natürlich doch nicht bewusst treffen. Deng Jiaping, 9-6. Die Chinesin führt, 3 Punkte hat sie und jetzt auch den Aufschlag. Und das Spiel von vorn. Schwupp, nochmal. Und die spielt ja nicht nur einfach rüber im Ping-Pong-Stil, sondern die Bälle haben natürlich alle entsprechenden Drive. 11-6. Für Deng Jiaping geht es in diesem Spiel ja um mehr als nur um den Punkt für ihre chinesische Mannschaft hier. Sie möchte natürlich im Verlauf dieses Mannschaftsturniers nicht schon eine Niederlage einstecken. Das könnte sich psychologisch für sie negativ auswirken und die Gegnerinnen aufbauen, wenn dann die Einzelspiele beginnen in der kommenden Woche. Das hatte die Koreanerin lange vergessen, oder sagen wir es genauer, sie kam natürlich durch das druckvolle Spiel der Chinesin selbst nicht dazu, hier den Angriff zu bestimmen. Wird vor allen Dingen beim Service der Chinesin gleich so in Schwierigkeiten gebracht. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen günstiger für sie. 15. Alles schaut nach einem entscheidenden dritten Satz aus, auch wenn sie jetzt ein bisschen getrieft hat, Chinesin. Wollen wir nicht vergessen, die Bälle sind natürlich alle raffiniert. Und wieder Druckspiel und diesmal ist die Chinesin besser abgeschlossen. Ha. 8, 17, Deng Jiaping, 17, 8. Da ist die Chance.
10 Punkte, die sind wohl kaum wettzumachen. Zumal gegen solch eine Spielerin. Bei der Überlegenheit der Chinesin, jetzt fragt man sich, wie konnte sie den ersten Satz verlieren? Allein durch solche Fehler wie jetzt zweimal hintereinander ja nicht. Ja, ja, die schneidet die Bälle alle an. Satzball für die Chinesin. 11-20. Willkommen, liebe Zuschauer, bei den 42. Tischtennis-Weltmeisterschaften im Göteborger Skandinavium. Finale der Herren. Wer wird Weltmeister? Schaffen die Schweden den Hattrick im eigenen Lande? Werden sie zum dritten Mal hintereinander beste Mannschaft der Welt? Oder gibt es eine Renaissance der Chinesen? Das ist die Frage. Die Schweden sind der große Favorit, aber man hat es gestern gesehen im Halbfinale. Ihr Superstar Jan-Ove Waldner ist nicht unbesiegbar. Er verlor ein Einzel gegen Nordkorea. Dennoch haben sie das Finale erreicht. Die Deutschen, Sie wissen es, mit der Bronzemedaille werden sie nachher geschmückt. Sie haben auch das Spiel um den dritten Platz gewonnen mit 3:0 gegen Nordkorea. Nun aber die Frage, wer holt Gold, wer holt Silber? China oder Schweden? Das erste Einzel kommentiert jetzt Hans-Joachim Galli. Und dieses Einzel ist im Zusammenschnitt schon das zweite, denn Peter Karlsson hatte das erste Spiel mit 2:1 gegen den Abwehrspieler Wang Hao gewonnen. Eine kleine Überraschung, denn der Schwede tut sich normalerweise gegen Defensivspieler schwer. Im zweiten Einzel nun die Nummer 3 der Weltrangliste, hier zu sehen, Ma Weng, gegen den Olympiasieger und Weltmeister von 1989, gleichzeitig die Nummer 1 der Weltrangliste, Jan-Ove Waldner. Wir sind im zweiten Satz. Den ersten Satz hatte der Chinese mit 21:14 gewonnen und nun steht es 10:16 aus der Sicht des Chinesen. Der Punkt sind 11:16, um es noch mal genauer zu sagen. Und beide schauten etwas ratlos drein. Denn das gesamte Spiel war doch sehr wechselhaft verlaufen. Mit Serien mal für den einen und dann wieder für den anderen. Jetzt aber Waldner entschlossener wirken. Hier der erste Rückschlag. Und dann immer wieder diese leichten Fehler oder scheinbar leichten Fehler mit der Rückhand, die normalerweise ja sehr sicher bei ihm ist. Aber er hatte seine Probleme mit der Rotation des Vorhand-Topspins des Chinesen. Aber jetzt ein beruhigender 6-Punkte-Vorsprung. Sollte man meinen. Dann immer wieder jetzt auch Fehler von der Vorhandseite begangen. Wie gesagt, der Topspin des Chinesen äußerst gefährlich. Schön zu sehen, wie Waldner das Tempo aus dem Spiel nimmt und schon den Gegner zu Fehlern verleitet. Ja, und so eine Vorlage lässt er sich natürlich nicht entgehen. Ein Elfmeter, würde man im Fußball sagen. Und Waldner hier mit roten Bäckchen, das ist normalerweise ein Zeichen für Nervosität bei ihm. Und dies ist ein Ball, den normalerweise der Erste der Weltrangliste in seinem Repertoire hat, diese Rückhand knallhart gekontert. Ma Weng versteht sie ebenfalls zu spielen. Also, Satzausgleich. Seine Entschlossenheit hat sich durchgesetzt. Alles ist wieder offen. Jan-Ove Waldner
hatte eigentlich auch gar keinen Grund, nervös zu sein nach diesem 1:0 Vorsprung, den Peter Karlsson herausgearbeitet hatte. Jetzt also der dritte Satz. Ma Weng, groß zu sehen, ein Leichtgewicht, 15:12 für Jan-Ove Waldner. Da half ein bisschen das Netz mit, 15:13 nur noch. Und Waldner war oft ratlos. So kennt man ihn eigentlich selten. Er hat ja nur ein Spiel während dieser Mannschaftswettbewerbe abgegeben. 15:13. Ma Wenges Bilanz 10:2. Auch ein seltenes Bild, dass ein Ball an die Kante geht.